Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Bioshock 2 Remastered. Wir sind gerade eine Little Sister, da ist unser Big Daddy, und haben für Eleanor alle Teile eines Big Sister-Anzugs gesammelt, den wir ihr jetzt geben werden. Hallo Eleanor. Eleanor Lamp, Big Sister-Anzug geben, mache ich gleich. Ich gucke mich hier drin nur erst um, denn ich konnte draußen alle möglichen Sachen sammeln und außerdem möchte ich mich hier einfach ein bisschen umgucken jetzt. Ganz viele kleine Little Sisters. Da ist ihre Toilette. Das ist jetzt nicht so schön. Sie hat ein Waschbecken, ein kleines und ein... Hallo, vor allem, wie tief ist denn das Waschbecken? Und eine Toilette, die sehr überdimensional aussieht. Sie hat... Eventuell konnte sie hier sich vielleicht doch... Das sieht ein bisschen nach Duschvorhang aus. Ich wollte gerade sagen, das arme Kind hatte nicht mal eine Dusche oder irgend sowas. Aber vielleicht hatte sie es hier doch. Trotzdem, schönes was anderes. Das ist kein Ort, an dem man seine Tochter lassen würde, wenn man eine liebevolle Mutter wäre. Aber wir wissen ja, Lamp ist alles, aber keine liebevolle Mutter. Unsere arme Eleanor. Bitteschön. Ziel abgeschlossen, bring den Big Sister Anzug zu Eleanor. Jetzt tue ich das Gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Du rettest sie, oder? Du tötest sie nicht. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Okay. Was ist... Ach, das sind wir. Das sind wir, der wir gerade in diesem Raum sind. Und da ist unsere Eleanor. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Eleanor. Und da sind wir wieder. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Dankeschön. Ich werde es gleich tun. Lass mich hier nur kurz Sachen durchsuchen. Die Eve-Spritze kann ich nicht mitnehmen. Eventuell hätte ich gleich gerade auch doch nicht die Sachen mitnehmen sollen. Dankeschön. Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Ruf Eleanor in ihrer Big Sister Form, damit sie dir im Kampf zur Seite steht. Ich würde das... Ja, Lehrerslot, passt. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig. Das heißt, sie geht irgendwann wieder. Sie hält natürlich nicht ewig durch. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Da vorne ist wieder was für uns. Jetzt sehe ich mich hier erstmal ein bisschen um. Wir können die Schränke natürlich durchsuchen. Ging das eben schon? Ich hatte das Gefühl, als wäre das eben noch nicht möglich gewesen, hier alles zu durchsuchen. Oder... Warte mal, doch, wir sind doch in dem Zimmer, in dem wir gerade eben schon mal waren, oder? Ich bin irritiert. Draußen sind auf jeden Fall Gegner, die auf uns lauern. Die wollen uns natürlich töten, weil Lamp das so angeordnet hat. Klar, da können wir nicht reinschauen, da auch nicht. Und ich würde es nicht sofort benutzen wollen, dass wir Eleanor rufen. Ich würde, was ist das, ein Geschenk? Ich will mal gucken, ob es hier wieder geht mit dem... Ja, hier geht das Interface ausblenden wieder. Okay. Das ging nämlich eben, als ich die andere Folge aufgenommen habe, nicht. Okay, wir haben auf jeden Fall noch Verbandskästen und Eve-Spritzen hier. Wenn ich also noch was brauche, kann ich es hier finden. Da vorne, die Automaten müssten noch gehackt sein. Wir konnten es eben definitiv nicht durchsuchen, oder? Ich war doch nicht so blind und habe das voll übersehen. Gehackt sind die Sachen. Hier kann ich mir nichts leisten. Hier vielleicht. Phosphor, Schrot, panzerbrechend und Antipersonen wäre ganz toll. Okay. Mehr kann ich nicht aufrüsten. Oder aufstocken eher. Alles klar. Ich bin gespannt, was da auf uns wartet. Ein Brutsplicer. Den muss Eleanor eben erledigt haben. Und ich habe Angst. Control Room. Da sind wir eben schon mal reingegangen. Da war Eleanor drin. Kannst endlich her! Du schaffst dich!
Oh, da, nein, 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 Moment, Moment. Dich wollte ich aber nochmal... Das lass mal. Okay, ich weiß gar nicht... Soll das dein Ernst sein? Da! Nee, vier bitte. Aua. Oh, lass das doch. Lass das doch. Okay. Subject Delta. Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Du bist eine dumme Kuh. Und hallo, Eleanor. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Was ist das? Wow. Also... Wer ist jetzt dran? Da ist schon ordentlich Bums dahinter, wenn Eleanor angreift. Das muss ich ja lassen. Ich würde ganz gerne, wenn ich ehrlich bin, hätte ich ganz gerne... Waren da vorne nicht bei dem Geschenk? Da waren auf jeden Fall... Oh, nein, das wollte ich doch gar nicht. Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld. Das heißt, ich würde normale Kugeln kaufen zweimal. Und dann wieder Panzerbrechende. Und vorne bei dem Geschenk waren eben noch Verbandskästen. Die würde ich jetzt ganz gerne holen. Da ist weiter nichts drin. Das ist auch nichts. Ich würde gerne zu dem Geschenk noch einmal zurück. Das war hier. Wegen den Verbandskästen, wenn ich ehrlich bin. Okay, Eleanor, lass uns gehen. Du bist ein bisschen im Weg, mein Schatz. Ich habe Angst, was jetzt kommen könnte. Ich glaube, ich werde auch gleich nochmal speichern. Denn ich weiß... Okay, wir sollen in diese Richtung. Das heißt, ich gehe erstmal in diese hier. Oder guck, ob wir in diese hier gehen können. Können wir nicht. Alles klar. Können wir hier nochmal rein? Können wir nicht. Alles klar. Okay. Es geht ein bisschen linearer weiter, als mir das lieb ist, aber egal. Wir schauen, dass wir weiterkommen. Zum Innenbereich von Persephone reisen. Bevor wir das tun, würde ich ganz gerne speichern, einfach nur für den Fall, dass ich hier nochmal irgendwas vergessen habe. Hey Eleanor, wir speichern jetzt. Bin sofort wieder da. Und damit sind wir bereit, zum Innenbereich von Persephone zu reisen. Ziel abgeschlossen, verlasse das Gebiet. Und jetzt haben wir also Eleanor an unserer Seite. Das ist nett. Beende deine Forschung bei zählen Gegnern, um Kampfboni gegen diese zu erhalten. Das haben wir schon einige Male getan. Ja. Da sind wir, da ist Eleanor und wir sind jetzt im Innenbereich von Pers... Nach oben, Vater! Schnell! Ja, ja, hetz doch nicht, Mädchen. Gehe zur Dockplattform. Hetz nicht, Mädchen. Wir haben Zeit. Wer hetzt, stirbt nur schneller. Wir müssen uns hier ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir ja nützliche Dinge, wie etwas... Nee, Zigaretten will ich nicht. Wie etwas Geld, Verbandskästen, die wir nicht mitnehmen können. Schrot, den wir nicht mitnehmen können. Gerne auch Schrott genannt. Na gut, aber wir haben hier tatsächlich nicht viel zu entdecken, außer... Und Eleanor ist schon eine große Hilfe. In welche Richtung? Ah, da geht's auf beiden Seiten hoch. Was haben wir hier? Fail-safe... Okay, behind these walls lies... Hinter diesen Mauern wartet Perfektion. Moment mal ganz kurz, ich will nur mal schnell gucken. North Detention Wing, also der nördliche Flügel für die Gefangenen. Was steht da oben? Fail safe... Roosteries. Ich kann das nicht lesen. Das tut mir furchtbar leid, ich kann das absolut... Ich kann das absolut nicht lesen. Na gut, aber war ein schöner Anblick. Okay, wir gehen mal hier. Gehen wir hier hoch? Eigentlich ist es egal, wo wir hochgehen, oder? Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben.
Okay. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Aber ich wollte gerade... Mist. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Ich habe jetzt aber doch nicht wirklich ein Zeitlimit, oder? Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Bitte sag, dass ich nicht wirklich ein Zeitlimit habe. Das wäre ganz, ganz eklig. Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Das ist okay. Gerade wollte ich mich nicht... Oh Gott, da ist jemand. Okay. Gerade wollte ich mich nicht unbedingt umsehen, aber ich wollte ganz ehrlich, ich wollte eigentlich... Dreh dich doch mal um. Du kannst mich nicht sehen, also dreh dich doch mal um. Oh. Ey! Mistkerl. Ich wollte eigentlich warten, bis es sich umdreht. Na gut. Ich wollte mir eigentlich gerade, deswegen habe ich das Interface ausgeblendet, ich wollte mir Eleanor genauer angucken. Ich dachte mir, das nutzen wir jetzt einfach mal, dass sie... Wir nutzen mal, dass sie genau vor uns steht und... Aber ich sehe keine Zeit runterticken. Das heißt, wir haben alle Zeit der Welt, uns hier umzusehen. Das finde ich gut. Denn ganz ehrlich, nichts anderes würde ich jetzt tun wollen, als mich in aller Ruhe umgucken. Nieten, die ich nicht... Oh Gott, jetzt habe ich gerade gedacht, da unten klebt was und kraucht irgendwas. Na gut. In der Hoffnung, dass ich mich nicht wieder glorios verhacke, machen wir jetzt einfach mal... So, und so. Perfekt, wir haben... Was haben wir denn bekommen? Oh, Hop-Up-Cola. Ja, das nehme ich doch mal ausnahmsweise gerne. Die trinken wir, da kriegen wir ein bisschen Eve zurück. Wieder aufstehen und gucken, was wir hier so Schönes kaufen können. Hop-Up-Cola, das lohnt sich allerdings kaum. Dosenfleisch, die 50er-Kugeln vielleicht. Davon, ja gut, aber 40, uns fehlen gerade mal 22. Lohnt sich jetzt auch nicht so wirklich. Aber wir haben ihn schon mal gehackt für nachher. Da ist unser Vita-Chamber. Was haben wir? Therapie, Holding, Infirmary und wir sollten zum... Wo sollten wir jetzt hin? Ich habe vergessen, wo wir hin sollten. Moment. Aber hier drüben führt keine Treppe hoch. Das finde ich eigentlich ganz gut. Wenn es jetzt hier nur einen Weg gibt, dem wir folgen können. Und ich weiß natürlich, ich kann mich im Prinzip nicht verlaufen, solange ich dem Pfeil folge. Der sagt uns ja immer, wo wir hin sollen. Aber ich erkunde ja immer gerne alles und hoffe, dass wir irgendwas Schönes finden, wie Tonbänder. Zu meinem Glück ist, wenn wir kein Tonband finden, es auf den lieben Captain Peng Verlass. Der hat es dann sehr wahrscheinlich gefunden und kann die Stelle verlinken, wo man das Tonband hören kann. So, hacken wir mal die Medi-Station. Das war einfach. Im Vergleich zu dem, was wir sonst schon teilweise für einen Quark anstellen. Therapy, der Dot ist rot, das heißt, wir kommen da nicht rein, das ist vollkommen okay. Die Genbank brauchen wir gerade nicht, da wäre die Bot-Abschaltung. Bot-Abschaltung heißt für mich eigentlich immer, Achtung, irgendwo... Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lamb hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen. Ist da gerade... Hat die Alpha-Serie gerade versucht, hier hochzuhüpfen? Moment, den erwischen wir doch so hoch. Au, woher? Ah, Mist. Was? Nein, ich wollte... Oh, oh, Moment. Ich weiß nicht, was das war, aber es hat wehgetan. Ja, kann ich dich bitte grillen? Ja, die Million Stiche. Genieß es, Junge. So oft wirst du nie wieder gepiekst werden. Ah, okay. Das da oben, das ist unschön mit dem Ding und... Okay, ich brauche einen Heckpfeil. Einen Heckpfeil. Und zwar hätte ich ganz gerne die normalen. Moment, wir müssen den... Mist. So. Das kriegen wir hin.
Da haben wir es gehackt. Jetzt können wir wieder auf die normale Waffe. Es hat uns ziemlich angeschlagen. Ich heile uns mal da unten an der Medi-Station. Defekt, die ist defekt. Nein, die soll nicht defekt sein. Dann heile ich uns so, indem wir einfach hier den Verbandskasten benutzen. In dem hier drin liegt ja noch einmal ein Dickerchen. Und jetzt würde ich den Ammo-Banditen einmal kurz hacken. So viel Zeit muss sein. Sehr gut. Da bekommen wir Flintenkugeln, die ich nicht aufnehmen kann. Kann ich mir denn jetzt zum Beispiel Fallenspeere brauche ich nicht. Da fehlen uns nur zwei. Hackpfeil, ja, aber muss jetzt auch nicht sein. Wärmesuchend ist ein bisschen teuer. Ich würde uns gern 50er-Kugel nochmal gönnen. Phosphorschrot wäre auch toll, ne? So, einmal vielleicht Phosphorschrot nochmal. Ja, komm, wir machen das mal. Ich benutze den zwar selten, aber besser haben als nicht haben. Da hinten ist auf jeden Fall noch... Da kommen wir sehr wahrscheinlich auch nicht rein. Docking Tunnel. Na, der ist natürlich zu. Okay. Da unten waren wir. Wir müssen auf jeden Fall da oben rüber. Das kriegen wir hin. Was konnte ich jetzt hier noch mitnehmen? Das war schwere Nieten außerdem. Okay. Infirmary. Der ist jetzt auf unserer Seite. Intrigung der Undock-Vorrichtung. Machen wir nachher. Kann ich hier vielleicht... Kann ich nicht, wie es scheint. Ich weiß, wir benutzen den Bohrer praktisch nie. Schrot können wir nicht mitnehmen. Ist okay. Inmate Processing Wait to be called. Also da wurden die Häftlinge hier. Ich nehme an, das sind eher so Häftlinge. Bin mir nicht sicher. Es hat also was Medizinisches, als wäre es... Da ist die Bot-Abschaltung wieder. Als wäre es was... Ja, so eine geschlossene Abteilung. Wir gucken mal, ob wir uns irgendwas leisten können, was Schönes. Gesundheitsupgrade. Oh ja, auf jeden Fall. Das tut mir dann zwar leid, weil ich mir dann schon wieder die Cycling Trap 3 vermutlich nicht leisten kann. Aber ich will unbedingt das Gesundheitsupgrade haben. Und das Eve-Upgrade. Electro Ball 2 wäre auch praktisch, aber ich will auf jeden Fall das hier haben und das hier haben. Jetzt habe ich noch 130. Für die Cycling Trap reicht es gerade nicht. Ich könnte den Electro Ball mehr nehmen. Betäube mehrere Gegner mit der Nacht des Kettenblitzes. Das wäre auch ganz praktisch, ne? Und ich meine, wir haben ja schon die Cycling Trap 2. Ich nehme mal den hier. Schocke mehrere Gegner gleichzeitig. Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Gefällt mir. Das heißt, wenn ich irgendwann mein Bienenplasmid nicht benutze, dann kann ich das hier nutzen. Gucken wir uns mal, weil ich weiß, wir könnten da jetzt schon den Hebel ziehen, aber ich will noch nicht. Ich möchte mich erst umgucken. Wer weiß, was wir hier Schönes finden und bekommen, nicht wahr? Was ist eigentlich das hier? Das ist ein Hackpfeil und Geld. Das finde ich super. Caution. Okay, das ist gar nichts. Das waren Handschellen. Das sieht ja... Moment mal ganz kurz. Boah, das sieht ja ganz... warte, hier kann ich es gleich lesen. Failsafe Industries. Jetzt macht das Sinn. Ah, Failsafe. Also, da kann praktisch gar nichts schief gehen. Ach, jetztle. Seht ihr mal? Für mich hat es keinen Sinn gemacht, dass da Failsafe stand. Jetzt verstehe ich's. Handschellen. Hier wurden die also... Conduct will be dealt with harshly... Also, wenn die sich hier daneben benommen haben, dann wurden sie streng bestraft. Und ich will mal ganz kurz was gucken. Ah, auch hier sehe ich nicht, dass wir irgendwelche Little Sisters einsammeln könnten noch. Heißt es jetzt, ich habe die maximale Anzahl erreicht? Ich habe alle Sisters gesammelt, alle gefunden. Und ich werde einfach nie wieder eine Little Sister adoptieren dürfen. Was ist hier? Gescribbelt, dass man aber, glaube ich... Insane, Colin Eagle, JC Green. Du kannst die Tür hacken, Vater. Versuch's. Ja, ich wollte da auch nur lesen. Ich wollte da lesen, mein Kind. Aber wenn du dann so... Cellblock Squad North. Ich will eigentlich hier reinkommen irgendwie. Ich möchte hier nach drinnen. Ich muss einfach nur ein Fenster... Ah, hier. Okay, jetzt verstehe ich, was sie meint mit... Wir können die Tür hacken. Das können wir tatsächlich mit einem Hackpfeil. Moment, das war jetzt auf 3. Das machen wir natürlich von Hand sozusagen. Mist.
Ja, so ein Ding, was eigentlich nicht schief gehen kann. Wir haben es trotzdem geschafft, dass es schief geht. Schön. Das ist doch super. Wie komme ich jetzt hier rein? Da ist ein Tresor. Da will ich auf jeden Fall hin. Da muss ich vermutlich um die Ecke hier rein. Genau, da ist jetzt offen. Was ist das? Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Oh. Verstehe. Verstehe. Das ist ja unangenehm. Lamp knows the way. Lamp kennt den Weg. Verstehe. Das ist vermutlich so wie im ersten Teil, weil wir diesen einen Abschnitt hatten, wo uns ständig Leben abgezogen wurde. Da ist ein Verbandskasten. Ist da unterm Tisch was? Nee. Den Verbandskasten will ich jetzt nicht benutzen. Aber erstmal die anderen Sachen hier. Ich bin ganz froh, wenn wir jetzt erstmal nicht mit 100.000 Gegnern belästigt werden. Da drüben. Was? Lamp with... Will... Na, vermutlich Lamp wird uns den Weg weisen. Okay, gehen wir erstmal hier entlang, denn ich möchte unbedingt in diesen einen kleinen abgeschlossenen Raum. Und das wird jetzt hier sein, nehme ich an. Hallo. Hallo, du kleiner Freak. Kommst du jetzt von der anderen Seite? Na, da kann ich dir einen Strich durch die Rechnung machen. Da werde ich dich aber erwarten, du. Ach, ich habe ja gar nicht meine Bienchen. Moment. Versuch's doch. Oh, Mist. Der hat uns jetzt doch mehr Schaden. Okay, der Kettenblitz ist nicht ganz so beeindruckend. Wisst ihr was? Ich möchte jetzt gerne... Ich möchte mal was ausprobieren. Und zwar möchte ich jetzt einmal meine Cyclone Trap hier platzieren. So. Falle laden mit Cyclone Trap 2. Jawohl. Größeren Schaden. Kann ich da jetzt meine Bienchen reintun? Nee, warte, das ist das Falsche. So. Vermutlich nicht. Dafür bräuchte ich die Dreier, oder? Na gut. Das ist auf jeden Fall ein Cyclone Trap. Schön ist es. Ich will jetzt endlich meinen... So. Ich möchte jetzt hier diesen Raum plündern, bitte. Das wäre mir wichtig. Ah, da vorne wird gerade einer erschossen. Begrüße ich sehr. Dankeschön, kleines Geschütz. Gut, dass wir es geholt haben. Ein bisschen Alkohol. Oh, was hab... Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie es heißt. Sieht aus, als wäre Sinclair abgesägt worden. Diesmal war er nicht gerissen genug, sich im Amt zu halten. Aber wenigstens hat man ihn nicht gleich erschossen. Lamp hat bewiesen, dass sie das Ohr der breiten Bevölkerung hier unten hat. Es wird also schlau sein, eine Weile mitzuspielen. Zu sehen, was sie macht. Sie sagt, sie lässt mir mein Pöstchen hier im Gefängnistrakt, solange ich sie mit Testpersonen für ihre Therapieexperimente versorge. Kein Problem. Ein paar Rehabilitationsmaßnahmen tun den Dreckskerlen hier nur gut. Mist. Der hat uns gesehen und ich wollte eigentlich... Ich kann mal versuchen, wenn ich hier stehen bleibe lang genug, ob er dann vielleicht einfach uns nicht... So. Das sind die Bienen. Ne, die Cyclone Trap müsste das sein. Nö, danke. Kann ich den eigentlich fotografieren? Nee, kann ich nicht. So, Bienchen regeln. Perfekt. Dann haben wir auch gleich ein neues Heim in ihm gefunden, bei dem Elite Brood Splicer. So, das nehmen wir alles mit. Ich bin aber eigentlich immer noch nicht fertig in meinem Räumchen da. Da müssen wir auch noch rüber, da können wir vermutlich hier genau Knopf zur Gefängnisaufnahme. Ich denke, ich sollte da vorne tatsächlich das Knöpfchen aber drücken. Hm, kann ich noch nicht mitnehmen. Wir haben auch noch zu viel Eve, als dass ich das verschwenden wollen würde. Ich denke, ich... Ist schon wieder jemand. Ist ja richtig nervig, die Viecher hier. Ich muss auf jeden Fall nochmal davor, weil ich den Knopf da vorne betätigen sollte, glaube ich. Da öffnen sich dann bestimmt wieder andere Türen, durch die wir uns durch bewegen können, damit wir... Da war es nicht, das war hier.
bin ich gespannt, ob wir gleich wieder Besuch bekommen. Übrigens bin ich gerade sehr erfreut und ich hoffe, ich beunke es nicht, wenn ich jetzt einfach sage, ich freue mich, dass das Spiel jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr abgestürzt ist. Sie hat gesagt, dabei habe ich Bienen mal geliebt. Oh, es tut mir fast schon leid, dass wir dich mit den Bienen umgebracht haben. Entschuldige. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich was anderes gefunden, um dich zu malträtieren. Da vorne ist unser Gerätchen. Reparieren kann ich das Ding nicht, oder? Nee. Schade, da bräuchte ich bestimmt ein entsprechendes Plasmid. Machen wir mal ihn auf Entriegelung der Undock-Vorrichtung. Achtung! Ballastbehältnis ist gefüllt. Reservoir muss vor dem Ablegen entleert werden. Was war das jetzt? Ich bin verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Oh, ach, da drüben ist ja so ein unsympathischer Mist. Okay, ich werde mir gleich den Verbandskasten hier schnappen. Wir werden uns einmal heilen und dann nehmen wir uns einfach den, der hier noch drinne war. Jetzt weiß ich nicht, wo sie das gemeint hat. Ich bin gerade ganz unsicher. Wir kommen hier nicht rein. Ich gehe mal eben kurz auf M. Ich gucke mal eben, wo wir eigentlich sind. Das habe ich jetzt hier noch gar nicht gemacht. Wir sind hier unten, glaube ich, reingekommen, oder? Wir müssen hier unten reingekommen sein, diese Sachen hoffentlich untersucht haben. Ich hoffe, da habe ich nicht irgendwelchen Mist gebaut hier beim Gatherer's Garden. Dann würde ich jetzt erstmal... Therapy, da kommen wir nicht rein. Wir kommen nur da hinten hin, nicht wahr? Hier irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, das alles zu untersuchen oder ob ich dann nicht irgendwie dusselig bin zwischendurch und einfach mich verlaufe und irgendeine Ecke nicht finde. Was mich schrecklich ärgern würde, aber... Okay, da vorne wissen wir auf jeden Fall, wo der nächste Knopf ist, mit dem wir weiterkommen. Und notfalls stapeln wir das einfach alles 2, 3, 4, 5, 10 Mal ab. Wir kriegen das schon hin. Was für ein schöner Leichenhaufen. So, da konnten wir durch. Da müssen wir aber nicht nochmal durch. Eve-Spritze brauchen wir noch nicht. Das können wir nicht untersuchen. Die Genbank brauchen wir nicht. Da war nichts Wichtiges mehr drin. Dann machen wir jetzt hier mal das Knöpfchen auf. Starte Aufnahmesequenz. Ich nehme ganz stark an, dass wir... Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Was bist du doch für ein dreckiges... Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Was ist Lamb da für ein dreckiges Miststück? Das finde ich jetzt echt gemein. Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Es tut mir leid. Ach, Sinclair. Jetzt tut er mir echt leid. Ich meine, er hat uns bisher, seien wir ehrlich, nie irgendwas getan. Also wir wissen natürlich nicht, welche Ziele er eigentlich verfolgt hat. Aber er hat uns nie betrogen, so direkt. Und dass er jetzt so benutzt wird, das tut mir ganz, ganz ehrlich furchtbar leid. Ich ahne, dass es ganz schrecklich wird, gegen ihn zu kämpfen und ich hoffe sehr, dass wir die Möglichkeit haben, ihn zu retten. Ich hack jetzt aber erstmal den Automaten hier. Das tut mir gerade... Oh, oh. Das tut mir gerade so furchtbar leid wegen Sinclair. Na? Oh, ich krieg's halt einfach nicht hin mit dem Hacken. Das ist ja furchtbar. So. Ich find's aber nett, dass die Drohnen uns in Ruhe lassen. Wenn das ein Bug ist, dann finde ich den Bug echt nett. Okay, wir könnten 50er... Brauchen wir definitiv nicht. Antipersonen würde ich gerne haben. Fallnieten? Ja, nee. Antipersonen hätte ich gerne zwei, dreimal. So. Und dann würde ich mal sagen, nach diesem glorios schlechten Hacken eben... War hier noch irgendwas? Das sah gerade aus, als hätte hier was geleuchtet, aber das war, glaube ich... Nee, warte mal, hier war Verbandskasten zu sehen. Irgendwo hier liegt ein Verbandskasten, den wir nicht mitnehmen können. Aber wir wissen jetzt, hier ist noch einer. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns nächstes Mal hier weiter um. Das ist, das sieht schon ein bisschen creepy aus von Lamp hier alles. We will be reborn.
Moment, wir machen es einmal hier schnell so. Ein riesiger Schmetterling und daneben dieser Spruch von Lamp. Ist schon unangenehm. Warte, ich muss mal wieder einblenden, weil ich traue dem Braten nicht, hier könnte jemand sein. Ich würde aber sagen, da kümmern wir uns nächstes Mal drum. Wir sind jetzt hinter Sinclair her, der uns die ganze Zeit geleitet hat. Und wie gesagt, selbst wenn ich nicht weiß, ob er uns nicht betrogen hätte am Schluss und eigentlich nur auf seinen eigenen Vorteil aus war, er tut mir gerade furchtbar, furchtbar leid. Denn niemand hat es verdient, von dieser blöden Cool Lamp missbraucht zu werden. Weder wir noch Eleanor und auch nicht Sinclair, selbst wenn er irgendwas Mieses vorgehabt hätte. Eigentlich sollte niemand unter Lamp leiden. Ich mache jetzt aber Schluss, denn ich habe jetzt einmal nochmal eine Aufnahmepause dazwischen ja gehabt. Also, dass ich gespeichert habe und das war, als wir hier reingekommen sind. Deswegen sollten wir jetzt, glaube ich, von der Zeit her am Ende sein. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Es geht immer mehr darauf zu, dass wir Lamp das Handwerk legen können und darauf freue ich mich schon sehr. Oh, freue ich mich darauf. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye-bye.